Das fällt nicht allen leicht und deshalb können wir einige Methoden anwenden. Um den Körper zu regulieren, die Energie zu regulieren und das Bewusstsein. Und wir beginnen mit der Regulation des Körpers. Das Schwere nach unten, das Leichte, Klare nach oben. Ein Entspannen, ein Aufgeben. Spüre die Auflagefläche ganz genau. Interessiere dich dafür. Untersuche die Auflagefläche. Die Energie folgt dem Bewusstsein. Diesem Prinzip kannst du wirklich vertrauen. Spüre, wie alles Schwere sich oben löst, Stausituationen, übertriebene Ehrgeiz, übertriebene Mühe. Und du dich unten schwer und voll fühlst, vielleicht sogar unter der Auflagefläche. Ein Gefühl der Stabilität entsteht, das dich trägt. Und dann kannst du das noch verstärken, indem du mit der linken Seite beginnst und dir vorstellst, indem du mit dem Bewusstsein durchgleitest, vom Kopf bis ganz nach unten und die Spannungen, die da vielleicht sich noch verbergen vor deinem Bewusstsein, auflöst. Kannst auch abatmen, durchatmen, bewusst lösen, loslassen. Das kann ein sehr wohliges Gefühl machen. Genieß es. Bis in den Fuß, bis in die Hand, überall. Wenn du glaubst, du bist jetzt schon am Ende der körperlichen Entspannung in der linken Seite angekommen, dann frag dich, ob vielleicht noch ein bisschen mehr geht. Meistens erreicht man das nicht, das Ende. Ist immer noch was da, was unnötig ist. Lauer den Stausituationen auf, scheuche sie auf und lass sie schmelzen. Ein guter Indikator ist, dass plötzlich deine Atmung eine andere wird. Eine tiefe, entlastete Atmung entsteht. Du hörst es vielleicht sogar an meiner Stimme, die sich verändert. Und dann die rechte Seite. Wenn du dabei etwas legerer sitzt, ist völlig in Ordnung. Wir richten den Körper nachher noch auf. Also du kannst du so richtig ein bisschen leger machen, entspannt, ein bisschen nachlässig. Auch die Schläfe, das Auge, Kiefermuskel, ums Ohr, im Ohr sogar. Vielleicht schüttelst du dich auch leicht durch, vielleicht musst du gähnen, aufstoßen oder was auch immer. All das sind gute Zeichen. Schlucken. Schluckreflex wird aktiviert, Bedürfnis. Das alles zeigt an, dass du dich jetzt gut entspannst und dein Körper sich regulieren kann.
Und denke daran, es ist auch immer ein Aufgeben in diesem Entspannen. Das ist kein kontrollierter Prozess, weil genau dieses Bedürfnis nach Kontrolle, dieses Festhalten ist ja das, was die Spannungen fixiert, ohne dass man es vielleicht möchte. Aber es passiert ein. Also du kannst dabei nicht derselbe alte Typ sein, der hinter den Augen im Kopf sitzt und immer seine Stimme lauscht oder seinen Bildern nachsinnt. Der wirst du nicht bleiben dabei. Es wird sich was verändern. Heiße diese Veränderung willkommen. Darüber wirst du so viel mehr. Und dann die Vorderseite. Ganze Gesicht kann weich werden. Fast wie so ein nasser Lappen. Oder schmelzender Wachs. Wenn ich mir keine Gedanken mache, wie ich dabei aussehe im Gesicht, trotz der Kamera, dann brauchst du dir erst recht keine Gedanken darüber zu machen. Bis in die Leisten, Bein, Innenseiten, Fußsohlen, Genitalbereich entspannen, alles auf der Vorderseite, auf der Yin-Seite. Und dann hinten, vorm Hinterkopf, zwischen den Schulterblättern, die Schulterblätter. Und so weiter, bis zu den Sitzbeinen. Mach das Kreuzbein weich. Kuscheliges Gefühl im Kreuzbein, im unteren Rücken. Wie gesagt, wenn die Spannung sich löst, kann es sein, dass es dich durchschüttelt leicht. Schüttel die Spannung ab. Vertreib sie. Wenn du irgendein einem Punkt dich sehr gut fühlst mit der Übung, dann mach da Schluss, dann halte das Video oder den Ton an und genieß diese gute Stelle für dich. Das kann schon reichen. Das reicht schon, vielleicht einige Wochen an dem Punkt weiterzumachen, bevor du der Methode weiter folgst. Unten schwer, oben leicht. Und jetzt entspann auch nochmal die Haut. Am ganzen Körper. Als ob du die Haut etwas lüftest, abhebst. Und zwischen Haut und Muskeln eine Schicht, eine durchlässige Schicht entsteht. Auch am Kopf ist das ganz interessant. Und lass, wie unter einer Dusche, über die Haut und unter der Haut, ein Gefühl des Abfließens entstehen, wieder in die Auflagefläche. Gibt es noch Stellen, wo kein Wasser lang geflossen ist? Gibt es noch Stellen, wo die Haut sich auf das drunterliegende Gewebe wie aufgeklebt anfühlt? Dann stell dir vor, dass du die Haut dort löst. Vielleicht machst du kleine Bewegungen. Oft ist so ein Gefühl um die Handgelenke. Vielleicht bewegst du die Handgelenke ganz sanft, um dort zu lösen. Oder andere Bereiche. Genieße dieses Gefühl. Kann sein, dass deine Haut, die Oberfläche deines Körpers sich wie Licht anfühlt, strahlend, ein angenehmes, freudvolles Gefühl. Hm.
Genieß diese Freude in der Haut. Das ist auch dein Abwehr-Chi dort und sagt das Wei-Chi an seinen Ort. Das auch mit der Lunge stark zusammenhängt, das äußere Qi in dieser Schicht zwischen Haut und Muskeln und über der Haut natürlich um den Körper. Und das ist eine Abwehrschicht auch. Sozusagen die erste Schicht deiner Immunität. Wenn du das Gefühl hast, dass diese Schicht leuchtet, dann erfährst du diese Energie ganz einfach. Nichts Besonderes ist das. Okay, und dann das nächste, die nächste Schicht, das nächste Gewebe. Das wären die Muskeln. Ach, lass mal die Muskeln los. Soweit es geht. Komplett geht natürlich nicht, denn wir sitzen aufrecht. Da sind Muskeln beteiligt. Einige Muskeln sind auch eigentlich immer angespannt, ja, wie der tiefe Kiefermuskel und so weiter. Aber soweit es geht. Und aber nicht in Schlaffheit unbedingt entspannen, sondern das Gefühl, als ob die Muskeln sich wie auflösen, schmelzen und es einen freien Raum gibt zwischen Knochen und Haut, der geweiteten, strahlenden Haut. Auch hier nimm dir etwas Zeit, um allen Spannungssituationen, Stausituationen in den Muskeln etwas aufzulauern. Zu entdecken, sie aufzuscheuchen, zu schmelzen, freizulegen. Überhaupt dir der Qualität dort bewusst zu werden. Und wieder, du kannst auch Spannungen abfließen lassen, aber auch ausatmen. Durch den Mund, durch die Nase, sogar durch die Poren. Versuch mal, die Knochen wahrzunehmen. Oder sie dir vorzustellen. Richte mal die Knochen in der Schwerkraft aus, spielerisch, ohne dass sie zusammenfallen. Korrigiere deine Haltung über die Knochen, als wärst du nur noch ein Gerippe in der Schwerkraft. Korrigiere deine Körperhaltung, definiere deine Körperhaltung über die Lage der Knochen. Du wirst vielleicht überrascht sein, wie anders plötzlich du deinen Körper einstellst. Also nicht von den Muskelspannungen, von dem Muskelkorsett, sondern von den Knochen. Und lass in den Knochen nochmal los. Glaub nicht, dass das so ein Prozess ist, der so einen perfekten Endpunkt findet. Es ist kein statisches Sein. Dieses Loslassen ist ja ein dynamischer Prozess.
bist in diesem Prozess. Immer neue Entdeckungen tun sich auf. Und mit jeder Sekunde dieser Übung, dieser Praxis insgesamt, verändert sich dein Selbstbild und das Bild von deinem Körper, deiner Energie. Und dann die inneren Organe. Gehirn entspannen, die inneren Organe entspannen, besonders Lunge, Herz, Leber, Mark. Manchmal kann es so gut werden, dieses Gefühl, das ist eine Freude, das Qi, der Körper, der freut sich, wenn er wirklich gut wird, reguliert wird. Manchmal muss man sogar lachen. Ja, es ist ein bisschen wie so ein lachendes Gefühl. Ah, endlich. Wow. So gut kann sich das anfühlen. Man ist, ne, freudig, wenn der Körper dir diese Gefühle schenkt. Als Antwort. Als Bestätigung, dass du auf dem richtigen Weg bist. Irgendwann sitzt du dann nur noch da, wie so ein glückliches Baby, was einfach nur ist. Mit frischem Körper, frischer Energie. Wach und doch sorglos. Und einfach nur gut. Voll in seiner Lebenskraft. Und dann senke nochmal auf der Verbindung zwischen Beckenboden, dem Punkt Huyin, Dampunkt, und dem Baihui, dem Kopf, dem Punkt an der Kopfspitze, bei leicht angezogenem Kinn. Stell dir da so eine Verbindung vor, eine virtuelle Achse. So ein bisschen kurz vor der Wirbelsäule. So genau musst du das auch gar nicht lokalisieren, anatomisch. Es ist eher so ein Gefühl, eine Erfahrung, ist diese Säule oder Mitte. Und senk nochmal in dieser Säule, ohne sie einfallen zu lassen, bis zum Beckenboden. Alle Schwere ist jetzt in der und unter der Auflagefläche sogar. Unterm Beckenboden. Spür mal die Dichtigkeit, die sich da angesammelt hat. Die große Kraft, die dort schlummert. Stell dir vor, oder noch besser, nimm mal wahr, dass aus wie ein Echo auf das Sinken, so ein bisschen auch, als ob man ein Lehm oder Erde, feuchte Erde ausdrückt und verdichtet, sich aus dieser Erde oder Butter ausdrückt, etwas Klares oder Wasser herausdestilliert. Da ist so was Frisches, was aufsteigen möchte. Ja. Lass dich von dieser Inspiration aufrichten. Wenn du wach frisch bist, das ist gar nicht so eine Muskelanstrengung, ist eher so eine Erfahrung. Die Wirbelsäule wird lang, der Kopf verbindet sich zum Himmel. Und du musst dich gar nicht anstrengen für diese Aufrichtung. Es ist einfach eine
frisch eine Wachheit, vielleicht sogar eine Helligkeit, eine Inspiration, die einfach da ist, dich aufrecht hält. Aber immer genährt durch das Sinken. Es ist kein statischer Prozess. Das Sinken und das Steigen stützen sich aufeinander. Genieß das freie, offene, weite Gefühl und das stabile Gefühl, das kräftige Gefühl. Und oben leicht, unten schwer. Das ist der regulierte Körper. Vielleicht kann deine Atmung, wenn du weiter in diesem Zustand bleibst, ohne nachzudenken, einfach weil dieser Zustand so gut ist, so stabil, sich selbst stabilisieren, dann kann deine Atmung fast werden wie schlafend. Eine klare Freude in diesem Zustand. Ein Gutsein am ganzen Körper. Nutze diese Qualität, um noch weiter zu entspannen, um noch mehr von unnötigen Spannungen abzubauen, von unnötigen Haltemustern, um alte Informationen, die dich verbiegt, die das Natürliche verkrustet, verstellt, verdeckt, überdeckt, um das noch mehr loszuwerden, um noch klarer zu sehen, was gut ist, nützlich ist und was nicht. Wenn du dabei leichte Bewegungen, wenn dein Körper leichte Korrekturbewegungen macht, wie beim bewegten Qigong zum Beispiel, ist das völlig okay, denn es arbeitet jetzt in dir. Es ist ein dynamisches Gleichgewicht. Kein Todpunkt. Du bist präsent in diesem Prozess. Sobald du dich wieder ablenkst, ja, dann darfst du wieder von vorne beginnen. Wenn du aber präsent bleibst, verbunden bleibst mit diesen Qualitäten, dich nicht ablenken lässt, dann ist alles sehr